Hi, hallo, mein Name ist Alena. Heute geht's um den Keller. Wie du gesehen hast, es ist ein Chaosraum, denn seit dem Einzug haben wir hier irgendwie immer nur groß runtergestellt, aber nicht wirklich organisiert und umgeräumt. Alles, was du hier an fertig produzierten Lebensmitteln siehst, möchte ich im Laufe diesen Jahres, wenn's denn klappt, ansonsten eben auch im Laufe des nächsten Jahres, ja, durch eigene Vorräte ersetzen. Darum gärtner ich und darum muss ich mir hier unten erstmal einen Überblick verschaffen, so dass ich dann nach und nach den sogenannten Notvorrat, der für 3 Personen sehr minimalistisch ausgefallen ist, nach und nach einfach durch die Ernte meines Gartens ersetzen kann. Natürlich muss ich mir hier ein bisschen Ordnung vorher machen, damit ich so eine grobe Idee habe. Ich verwende auch nur Materialien, also nur Boxen und so weiter, was ich eben alles da habe. Denn erstmal beim Hausumbau etc. und beim Renovieren sind erstmal andere Räume viel, viel wichtiger als jetzt irgendwelche stylischen Sortierboxen im Keller, meines Erachtens nach. Das Licht hier unten ist natürlich, ne, typisch Keller, etwas mäßig. Weshalb die Videoqualität heute nicht ganz so bombastisch ist, aber mein Mann meinte, normalerweise werden ja auch im Keller Horrorfilme gedreht und keine Organisations- und Putzvideos, und da hat er ausnahmsweise, oder da hat er zum Glück nämlich auch mal recht. Ich habe schon angefangen vor einiger Zeit oder seit letztem Jahr und ja doch seit letztem Jahr, seit 2021, sämtliche Gläser, also alle, die ich wieder verschließen kann, die ich zum Einkochen nutzen kann, zum Einwecken nutzen kann, aufzuheben. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich mir so meine typischen Küchengeräte alles mal irgendwie verstaue. Ein Teil davon steht oben in der Abstellkammer, also in der kleinen Speisekammer. Und ja, auch wenn hier irgendwie viel Alkohol steht, trinken wir sehr wenig, ich schwör's euch. Und ich fange jetzt erstmal damit an, dass ich die Dinge, die ich alle in den Keller gestellt habe, die absolut unorganisiert sind seit dem Auszug, erstmal irgendwie grob vorsortiere. Und ich nutze dazu auch diese Hellweg-Pappkisten. Ich habe dann nämlich wirklich angefangen, alle Deckel in eine Kiste zu schmeißen. Keine Angst, ich sortiere noch 10-mal um. Es war noch nicht das Ende, was du hier siehst. Und auch die Kamerastellmöglichkeiten in meinem Keller sind im Moment noch so ein bisschen, ja, interessanter. Wir werden daran arbeiten, aber wie gesagt, das ist natürlich erstmal einiges viel, viel wichtiger, nämlich, dass unser Haus irgendwann mal fertig wird, dass ich eine richtige Küche kriege, wo ich dann auch wirklich einkochen kann, dass im Garten alles wächst, was wachsen soll. Und da möchte ich euch auch bald wieder mitnehmen. Ich weiß, wir haben jetzt schon 2 Putzvideos nacheinander gesehen und ich weiß, ihr hättet euch jetzt sehr gefreut über alle, die mir bei Instagram folgen, über das Kükenaufzucht-Video bzw. das vom Brutei über Brutautomat bis hin zum Küken. Ich verspreche es euch, das kommt am Samstag. Das sind aber 3 Wochen Videomaterial. Und das muss ich mir erstmal in eine logische Reihenfolge sortieren und zusammenschneiden und so kürzen. Und ne, wir wollen ja hier keine 3 Wochen Video schauen, nur für ein Video, sondern ich möchte es auf das zusammenfassen, was ich gemacht habe, was ich gelernt habe bei meinem allerersten Mal Bruteier, sei es vom Bestellen bis hin zum Schieren, bis hin zum Schlupf der Küken. Wie gesagt, ist ein 4-Video-Material und da muss ich mich auch erstmal so ein bisschen durchfrickeln und da möchte ich es ja auch schön gestalten. Also dauert's und ich verspreche es euch. Das kommt dann am nächsten Samstag online. Fest versprochen. Ganz, ganz, ja, fest versprochen. So, im Keller geht es dann natürlich weiter. Ich habe mir hier, also die Pappkiste, die du siehst, mit dem ganzen eingepackten oder mit diesen Keilen vorne drauf, diese braune Pappkiste, das ist ein Paket gewesen von meiner Schwester, denn sie hatte mir auch ein paar Bruteier geschickt. Und da sind noch die Einsteckhülsen für den Hühnerfreilauf drauf. Die Kiste habe ich mir dann erstmal nach nebenan gestellt, denn das Einpackmaterial fand ich super, wenn ich mal irgendwann was verschicken möchte in der Richtung Bruteier etc., denn ich habe ja Zwergseidenhühner und 2 Araukaner. Und ich habe mir ja auch Zwergseidenhühner Bruteier bestellt gehabt, denn ich wollte nicht mehr warten, bis mal irgendwann irgendwer von meinen Mädels gluckig wird. Und ich sag's euch, ich habe 1050 Dinge, die ich eben gerne mal ausprobieren möchte. Und das war eins davon und das kann ich jetzt abhaken. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht und es macht süchtig, habe ich festgestellt. Hühner im Allgemeinen machen süchtig. Es geht aber jetzt hier erstmal um den Keller, würde ich sagen. Ich kontrolliere natürlich, wenn ich das alles so ein bisschen vorsortiere, auch nach den Mindesthaltbarkeitsdaten. Es gibt jetzt einiges an Sonnenblumenkernen oder anderen Geschichten, die
in Anführungszeichen abgelaufen sind, also die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Diese waren aber weder geöffnet noch sonst irgendwas. Ich muss danach einmal googeln, was ich davon auch den Hühnern geben darf. Zum Beispiel Sonnenblumenkerne darf man ja auch den Hühnern geben. Und dann kriegen die das mal als besonderes Leckerli zwischendurch. Es ist jetzt auch wirklich erst 3 Tage drüber. Also und auch ich schmeiße mir noch einiges in mein Porridge mit dazu, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Solange es nicht riecht, komisch aussieht oder schmeckt, ist alles gut, würde ich sagen. Und dann sortiere ich jetzt hier noch ein bisschen weiter rum. Du kannst sehen, ich habe mir schon mal eine kleine Blumen- bzw. meine Zimmerpflanzen oder mein Zimmerpflanzenregal gemanagt, wo ich Ersatztöpfe habe, einen Ersatzwachstumsstab oder Moosstab und auch mein Ceramis und meine Umtopfschaufel und so weiter. Also das war auch so ja, ein Punkt, wo ich gesagt habe, wunderbar, das muss hier unten in den Keller, denn das brauche ich jetzt nicht wirklich täglich, brauche ich auch nicht direkt sofort oben in meiner kleinen Speisekammer und es reicht, wenn es wirklich hier unten im Keller steht. Und fröhliche, muntere Sortiererei, alles was so ein bisschen Deko ist, habe ich mir dann auch mal in eine andere Pappkiste gepackt und auch Geschirr, was ich dann jetzt nicht unbedingt zwingend nötig brauche und was ich da mal abwaschen muss, das habe ich jetzt auch erstmal zur Seite geräumt. Und ihr seht, ich bin ein ganz klein wenig planlos. Liam kam natürlich zwischendrin auch mal runter. Er ist sehr ungern im Keller, was ich auch verstehen kann. Er wollte mir da aber irgendwas sagen. Und ich habe dann erstmal 1050 Einmachgläser Sortierspiel gespielt. Und das war wirklich eine lange, lange, lange Aktion. Denn ich habe mir jetzt hier diese verschiedenen Pappkisten einfach genommen und habe diese ganzen Einmachgläser und auch Flaschen versucht, für mich vorab erstmal logisch zu unterteilen, ich hatte auch noch irgendeinen Krümel im Schuh, der mich die ganze Zeit genervt hat, also habe ich den auch noch schnell rausgeschmissen aus meinem Schuh und ja, ich habe dann meine ganzen Einmachgläser und Deckel, also zumindest erstmal die Einmachgläser, die Deckel jetzt nicht, aber die Einmachgläser, ich glaube, ich habe so oft noch nie dieses Wort benutzt, sortiert nach Marmeladen und Pesto-Größe, Gelee-Größe, dann in die Größe, die wir benötigen für 3 Personen, für Tomatensoße oder Bohnen. Und dann kommen eben diese XXL-Gläser für Gurken und Flaschen für Säfte und Sirups und so weiter. Und meinen Kirschkernentsteiner habe ich dann später noch in meinen Einkochautomaten gelegt. Da fällt mir ein, ich habe unten im Büro noch mein Einkochthermometer liegen. Das sollte ich dann auch mal hier in meinen Einkochautomat reinpacken. Und meine ganzen Putzmittel und Sachen, die ich zum Putzen benötige, die werde ich dann, wenn wir hier ein bisschen weiter vorangeschritten sind und ich mal eine funktionierende Küche habe, die aus mehr besteht als nur 2 Kochplatten und einer Mikrowelle, dann kann ich natürlich nochmal ein bisschen anders umräumen. Das ist jetzt hier wirklich nur erstmal die grobe Vorsortiererei, damit ich erstens meine ganzen Einkaufskörbe wieder kriege, damit ich auch in Ruhe wieder einkaufen gehen kann und nicht dauernd dastehe und jedes Zeug, also jedes Teil einzeln ins Haus schleppen muss. Und ich erstmal so einen groben Überblick habe und ich glaube, ich habe definitiv genug Schraubgläser. Die sind jetzt alle offen, die werde ich sowieso nochmal sauber machen und dann natürlich auch heiß auskochen, wenn ich am Einkochen bin, wenn ich am Einwecken bin, wenn ich am Haltbarmachen bin. Also ist das jetzt hier gerade so aktuell überhaupt nicht dramatisch, dass da die ganzen Deckel auseinander sind. Irgendwann werde ich mich damit auch nochmal richtig beschäftigen, also dass ich sage, für die und die Einmachgläser hätte ich gern die und die Kisten oder Aufbewahrungskörbe, dann vielleicht nochmal für jede Einmachglasgröße nochmal einen Sortierkorb für die dazugehörigen Deckel. Das ist aber jetzt, wie gesagt, das sind Dinge erstmal andere, ne? Wichtig. Und ich spiele jetzt hier 3050, sortiere um und glaub auf. Und es hat sich wirklich mit diesen Gläsern ewig hingezogen. Auch die Regaleinteilung, alles, was ihr hier so hinter mir stehen seht, an fertig vorproduzierten Gerichten aus dem Supermarkt und auch Nudeln etc. Das sind so Sachen, die möchte ich wirklich nach und nach ersetzen durch mein eigenes Eingekochtes, dadurch, dass ich ja nun Zugriff auf Hühnereier habe. Und das ist auch der Grund, warum ich mir eben Bruteier geholt hatte. Denn Zwergseidenhühner sehen super kultig aus, legen aber gerade mal 80 bis 90 Eier im Jahr.
Und ich möchte nicht eine Woche sammeln müssen an Eiern, damit ich mal eine Portion Nudeln oder ein Omelett irgendwie produzieren kann. Und ich möchte irgendwann auch wirklich meine eigenen Nudeln machen, die auch trocknen und dann luftdicht verschweißen oder einfrieren oder frisch auch mal Nudeln machen können. Ja, einfach 1900 Quadratmeter so nutzen, dass es für uns gesünder wird. Und natürlich ist dann so eine Dosensuppe oder ne, nicht gerade das Nonplusultra. So, jetzt habe ich euch aber erklärt, worum es mir hier in dem Keller eigentlich geht. Also das soll wirklich so werden, wie es früher bei meiner Oma war. Und ich finde es so schade, dass ich euch das nicht zeigen kann. Aber meine Oma hatte zwei Kellerräume voll mit Eingekochtem, Eingewecktem, mit Williams Christbirnen in dem leckersten Birnensaft, den du wahrscheinlich je gegessen hast. Und genau das möchte ich auch. Ich möchte auch in den Keller gehen können und im Winter Kirschen aus dem Sommer genießen können. Ich möchte mir im Winter über meinen Grießbrei oder über unseren Milchreis auch mal richtig leckere Birnen drüber machen können. Oder ja, genau, das möchte ich. Ich möchte einfach den Sommer im Glas in meinem Winter genießen und ich möchte, dass Liam einfach dann auch mal runtergehen kann in den Keller, auch wenn er hier sehr ungern ist. Oder halt dann sagen kann, boah Mama, ich hätte jetzt so Lust auf Kirschen, dass ich sagen kann, warte, ich hole dir ein Glas hoch, wir essen jetzt zusammen eingekochte oder eingeweckte Kirschen und oder eingelegte Gurken aus dem Garten. Und ja, ich werde vieles dieses Jahr zum ersten Mal machen, denn es gibt so viele Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe mit 39 Jahren und die möchte ich jetzt natürlich, wo wir die Möglichkeit dazu haben, möchte ich es ausprobieren. Ich möchte es versuchen. Ich weiß, dass ich ganz viele Fehler machen werde, aus denen ich lernen werde, um besser zu werden und gerade auch was Einkochen und Einwecken angeht, das konnte mir meine Oma auch nicht mehr leider ja beibringen. Ich war noch viel zu klein und jetzt muss ich das so Learning by Doing machen und also es mir alles selber beibringen. Natürlich gibt es entsprechende Kochbücher und Rezepte und das große, weite Internet, aber ich möchte es simpel einkochen. Ich möchte nicht 50.000 Zutaten dafür benötigen, wie bei diesen ganzen, ich sag's jetzt mal so böse, neumodischen Rezepten. Ich möchte es wirklich ganz basic, ganz simpel, wie zu Omas Zeiten haben. Weil das ist für mich ein Stück Kindheit. Das ist für mich einfach etwas, wo ich sage, das war, ne, kompliziert ist nicht immer besser. Im Gegenteil, manchmal ist einfach das ganz Einfache sowas von perfekt. Und genau da möchte ich hin. Ich werde es nicht perfekt machen, das weiß ich. Und dessen bin ich mir auch bewusst. Dass die Kellerorganisation ist jetzt auch noch nicht perfekt, aber wie ich gesagt habe, ne, 30.000 Mal schon. Andere Dinge sind einfach wichtiger. Ich habe mir jetzt hier so Dekogläser und Nutella-Gläser, die ja nun mal nicht luftdicht abschließen, habe ich mir jetzt erstmal aus diesen ganzen Einkochgläsern raussortiert, denn es gibt ja auch diese Gläser mit dem silbernen großen Deckel, die ich für Waschmittel benutze oder Nutella-Gläser, die ich dann für getrocknete Tees verwende, für Minzen, für Rosenblätter und so weiter. Die möchte ich eben jetzt nicht in meinen ganz normalen Einkoch- und Einweckgläsern und luftdicht verschließbaren Gläsern haben. Und auch hier habe ich sehr viele eben schon gesammelt, gehortet und aufbewahrt. Denn dann muss ich nichts kaufen und es sind die ganz simplen Schraubgläser geworden. Also wenn wir mal eine Spaghetti-Soße aus dem Supermarkt aufbrauchen, dann wasche ich das Glas aus, entferne so gut wie möglich das Etikett. Und den Deckel hebe ich dann natürlich auch auf, dass ich einfach schon alles parat habe und nicht dann losrennen muss und mir Gläser kaufen muss. Wie du siehst, bin ich jetzt mittlerweile dabei, so ein bisschen die ganzen Vorräte umzusortieren. Ich habe es versucht, für mich logisch zu machen. Die Logik ist wahrscheinlich nicht für
alle die gleiche. Also ich habe mein Bestes gegeben zu sagen, ich gehe so in die Richtung Süßes und Apfelmus, also Heidelbeeren, eingelegte Heidelbeeren und Apfelmus. Dann auch noch so in die Snack-Gurken, also saure Gurken eingelegte mit Jalapenos und solche Sachen, beziehungsweise Peperoni. Dann ist ein Sortierkörbchen für Mehl und Hefe und alles, was mit Brotbacken zu tun hat. Dann auch noch ein weißes Körbchen, die du dann noch oben in der Abstellkammer siehst, für Zucker etc. Und dann so diese ganzen, ne, kosmetischen Dinge wie Klopapier oder halt die ganzen nötigen Dinge wie Klopapier auf einen Haufen. Oder Medikamenten-Backups und solche Geschichten. Oder unser Campinggrill, solche Sachen. Also einfach mal so ein bisschen sortiert und organisiert, dass es für mich persönlich so eine größere Logik einfach ergibt. Ich habe auch hier im Keller wieder einige Dinge gefunden, die ich nicht hier im Keller haben möchte, sondern die ich dann zum Beispiel wie meine zwei lila Porridge-Tüten, die sind kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, die möchte ich natürlich essen. Und dann gibt es auch Dinge, die hier unten nichts verloren haben, wie die Technik oder auch Kartoffeln, die ich eingekauft habe, bis denn meine reif sind und die wachsen ganz gut im Garten. Wir werden auch, denke ich mal, Anfang Juni wieder eine Gartentour machen, wie weit ich denn jetzt bin in unserem kleinen, ja, Natursupermarkt, Selbstversorgergarten, finde ich, also, ne, so weit bin ich noch nicht, aber in meinem kleinen Natursupermarkt, das finde ich nämlich als so ein schönes Wort. Und ja, genau, so schaut's aus. Einiges habe ich eben gleich, wie gesagt, mit hochgenommen. Und ja, so sieht's jetzt im Moment einfach bei uns aus. Keller streichen und ordentlich machen, das ist natürlich dann Zukunftsmusik, genauso wie die in Anführungszeichen perfekten Organisationsbehältnisse. Das ist auch noch was für später. Ich habe den kompletten Keller dann einmal ausgekehrt und auch durchgewischt, damit ich weiß, dass wieder Ordnung ist. Habe auch alles, was ich zum Kerzengießen brauche, rübergestellt in den Nebenraum zu unseren ganzen Unterlagen und unsere Weihnachtsdeko, die sich dort befindet. Und ich bin schon mal sehr zufrieden mit mir, dass ich es geschafft habe, erstmal eine grobe Ordnung zu schaffen und es für mich sinnvoll vorzusortieren und jetzt genau zu wissen, in diesem Pappkarton sind die kleinen Einkochgläser, in diesem Pappkarton finde ich die Flaschen für Säfte und Sirup und auch dann, ne, mein Gurkenglas, damit ich auch Gurken einlegen kann. Und dann möchte ich dir natürlich das fertige Endergebnis nicht vorenthalten, genauso wie den aktuellen Iststand meiner Abstellkammer. Und bei der Abstellkammer bzw. Speisekammer sind alle weißen Körbe von Teddy, weil mich da ganz, ganz viele davon gefragt haben oder danach gefragt haben, als ich das gepostet hatte auf Instagram. Denn bei Instagram poste ich so gut wie täglich tagesaktuelle Updates aus meinem Leben, unserem Haus und unserem Garten. Ich hoffe natürlich, dass dir das heutige Video gefallen hat. Ich hoffe, du kannst so einigermaßen die Logik hinter meinem sortierten System erkennen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du mich auf meiner Reise zum Wir tauschen diesen Kellerinhalt gegen alles selbstgemachte Sachen aus gerne begleiten möchtest und auch bei unserem Haus- und Hof-Updates immer mit dabei bist. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.